Für kein Opfer von Gewalt ist es einfach, darüber zu sprechen. Noch immer werden tausende Frauen und Kinder der Jesiden vergewaltigt. Darum spreche ich. Wir haben ein Recht darauf, darüber zu sprechen und Gehör zu finden. Meine Hoffnung ist, dass wir die Aufmerksamkeit wecken. Nadia Murad im letzten Sommer. Sie hat eine Mission und sie hat Mut. In Wissenschaftsministerin Theresia Bauer findet sie eine Verbündete, die sieht, was die junge Frau auszeichnet. Eine ungeheure Konzentration, eine beeindruckende Ernsthaftigkeit, aber durchaus auch eine tiefe Trauer. Rund 40 Mitglieder ihrer Familie hat Nadia Murad verloren. Der Vater verstorben, ihre 6 Brüder und ihre Mutter vom IS ermordet. Über Monate wird sie als Sklavin sexuell missbraucht. Die Schönheit der jesidischen Grabmäler im Nordirak gibt es nicht mehr. Wir haben ein sehr, sehr einfaches Leben geführt. Wichtig war mir, dass ich eine Schule besuchen durfte. Dieses einfache Leben wollte ich dort für immer führen. Ich war 11 Jahre in der Schule. Im letzten Jahr, kurz vor meinem Schulabschluss, kam der IS. Beim Kauf einer Burka mit einem ihrer Peiniger gelingt ihr die Flucht. In eines der vielen Lager im Nordirak, in die sich Zehntausende Jesiden geflüchtet haben. Hier trifft sie auf Jan Kieselhahn, der Traumatologe aus Villingen-Schwenningen, bringt im Auftrag der Landesregierung 1000 misshandelte Frauen zur Behandlung nach Baden-Württemberg. Sofort meldet sich Nadia Murad mit dem Wunsch, den Verfolgten eine Stimme zu geben. Dies ist ihr in den vergangenen 11 Monaten gelungen. Am Abend vor ihrer Dankesrede im Stuttgarter Landtag macht sie sich vorab mit den Räumlichkeiten vertraut. Michael Blume aus dem Staatsministerium ist für Nadia Murad ein enger Vertrauter geworden. Einer der Menschen, die dafür verantwortlich sind, dass sie ihre Zukunft in Baden-Württemberg sieht. Selbst das Angebot, in den USA leben zu dürfen, hat sie dafür ausgeschlagen. Sie will hier dazugehören. Was machst du? Wie geht's dir? Meine Haare? Schule. Ich bin krank. Baden-Württemberg hat ein Zeichen für ihr Volk gesetzt, als einziges Land. Und Nadia Murad nimmt diese Chance ernst, auch wenn sie zu ihrem Schutz zunächst an einem geheimen Ort im Land lebt. Kürzlich erhielt sie 2 europäische Menschenrechtspreise und wurde Sonderbotschafterin der Vereinten Nationen für die Würde der Opfer von Menschenhandel. Unterstützt wird sie dabei von der Menschenrechtsanwältin Amal Clooney. Sie will die Verbrechen vor den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag bringen. Doch zurück nach Stuttgart. Heute wird Nadia Murad dem Land ihren Dank aussprechen. Empfangen und begleitet wird sie wieder von Michael Blume aus dem Staatsministerium, den sie schon im Nordirak kennengelernt hat. Während sich Nadia Murad vor ihrer Rede konzentriert, freuen sich ihre engsten Vertrauten mit ihr. Ich finde es wirklich bemerkenswert zu sehen, eine Frau, die sich auch derart sozusagen bis zur Erschöpfung engagiert, zu sehen, wie sie aber auch sich öffnet und zunehmend mehr auch erzählt von sich selber, von ihren Eindrücken, selbstbewusster wird, stärker wird. Und das ist ein sehr schönes Erlebnis zu merken, was da innerhalb weniger Monate für eine Entwicklung stattgefunden hat. Sie macht aus dem Leid, was sie erfahren hat, etwas Gutes. Und ich glaube, das ist die beste Antwort, die man den Terroristen geben kann. Deutschland ist vielen von uns zu einem Segen geworden. Wir wollen alles dafür tun, dass auch wir wiederum zu einem Segen für sie werden können. Ein Aufruf gegen Gewalt für ein Miteinander. Von einer Frau, die Baden-Württemberg inzwischen ihre Heimat nennt. Ihren Lieblingsplatz vergisst sie aber trotzdem nicht. Es ist ihr Heimatdorf, Kotscho, im Nordirak.